Bevor das Video anfängt, hier ein kleiner, bevor das Video anfängt, eine kleine Anmerkung. Mir ist in Folge 17 aufgefallen, dass ich vergessen hatte, den Sound vom Spiel aufzunehmen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es jetzt irgendwie versucht zu fixen. Ich habe unter meine Stimme noch eine kleine Melodie gelegt von Pokémon, die ich mir bei YouTube gesucht habe. Ich hoffe, dass das reicht. Und in der Folge 19, die hier nachkommen wird, ist mir aus irgendeinem Grund ein Stück von der Aufnahme kaputt gegangen. Deswegen ist sie ein bisschen kürzer. Und bis Folge 20 wird auch das Lied weiter bleiben, was ich jetzt hier dazu gedichtet habe. Trotzdem viel Spaß beim Gucken und ja, viel Spaß. So, wir wollten da hoch zu Sharon. Ich habe meine Pokémon wieder geheilt. Und dann gucken wir mal, was der uns wieder so Wichtiges mitteilen möchte. Ach so. Da habe ich doch Lust drauf. Ein kleines Duell gegen den alten Rivalen. Zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Dusselgur. Dusselgur gegen Schallquapp. Was ein Duell. Ich hoffe, dass Schallquapp da eigentlich keine Probleme haben sollte, müsste. Aber wir wissen ja nie. Erstmal den Glubstrahl. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Es ist ja zurzeit, es wird einfach nicht wärmer. So langsam, also so 20 Grad mehr wären jetzt schon ganz cool. Aber man kann ja nie alles haben. Das war ja hier ein Easy-Kampf. So. Ah, schade. Scheiß Sandsturm, ey. Oh, da hast du aber in der Pokémon-Schule nicht gut aufgepackt, dass du jetzt hier Grimmack einsetzt. Aber mir soll's recht sein. Hier, kriegst du. Was bist du schneller? Kriegst du direkt den Blubstrahl rein. Zack. Fähig. Gut. Level 23 Aufruhr. Nein. Tasten wir mal. Leoparda, da wechseln wir doch. Da sollte Verkokel doch jetzt gleich schön mit dem Armstoß das aus dem Leben befördern. So, da der Armstoß. Ach ja. Und muss das sowieso nicht nochmal einsetzen, deswegen zack. Zack. Feierabend, wie ich sage. Sandsturm. Aha. Ja, oh, jetzt kommt hier Wegimax große Stunde wieder. Ich bin schon begeistert. So, jetzt zeig, was du kannst. Mach ich jetzt den Egelsamen? Ich mach die Samenbombe. Hatte ich ja ganz vergessen, hat er ja noch gelernt. Geil. Oh, ja, so will ich das sehen. Das sind ja doch mal Sachen, womit ich arbeiten kann. Ach, Keilklinge. Hältst du doch locker. Ja, sicher hält er das aus. Ja, komm. Sei ruhig, sieh deiner Niederlage ins Gesicht. Du hast kein einziges Pokémon von mir besiegt. Fast 1000 Erfahrungspunkte. Das war ja leichter als gedacht. Yep. Yay, Telefon. Hallo? Ah, okay. Also treffen wir uns mit dem Professor. Genau, einfach immer weiter geradeaus. Ich denke, ich mache jetzt nur mal einen kleinen Schnitt, laufe zum Pokémon Center und hole mir noch im Markt ein paar Tränke und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Und da sind wir auch schon wieder. Gegen Rukizuki.
habe jetzt Pokémon geheilt, habe 10 Supertränke gekauft und 10 Beleber und 10 Superbälle. Einfach mal zur Sicherheit. So, bist du ein Trainer oder was möchtest du? Okay. Hinten gibt es eine Ruine. Feuerheiler. No. Es ist so niedlich. So niedlich. Aber ich habe schon ein Feuer-Pokémon. Manu. Nein, solange wir flüchten können. Stellen wir uns doch diese Herausforderung hier. Das denke ich auch, dass ein Pokémon-Kampf hier angebracht wäre. Gut, dann zeig mir, was du hast. Oh, ein Flapjot. Das kommt ja unerwartet. Aber gut für Schallquab. Los, Schallquab. Zeig, was du kannst. Loopstrahl. Keine Chance. Gut, gut. Weiter geht's. Was sagst du denn hier? Warum haben die alle so Riesenrucksäcke? Warum habe ich den eigentlich nicht? Ich brauche nur so einen Handtisch, um in die große weite Welt zu gehen, und die nehmen hier so ein Riesending. Ich kann dir noch eine Menge beibringen. Und was in meinen Rucksack alles reinpasst. Denn das ist jetzt nicht so gut. Vielleicht sollte ich wechseln. Wer darf? Du darfst. Los, Fleckneul. Ja, das wäre auf jeden Fall in die Hose gegangen. Aber somit kein Problem. Jetzt kommt ein kleiner Windschnitt und dann... Das wäre die Attacke, wieso? Oh, Flinklaue. Gut, so. Erfahrungspunkte sind aber echt wenig hier, ey. Wie Bär. Hier richtig leveln. Nein, ich bin nicht ins tiefe Sand. Nicht hohe Gras, sondern tiefer Sand. Warum auch nicht? So, was hast du denn? Warum haben die immer nur eins? Warum haben die Pflanzen-Pokémon? Das ist nur ein unnötiger Wechsel und ein wenig Erfahrungspunkte. Ach, ja. Ich hab's schon nicht leicht gerade. Ich will doch nur, dass Schallquab sich entwickelt, damit es dann groß und stark wird. Aber Fleck Neu muss auch mal wieder ein bisschen leveln. Oh, Gott sei Dank. Auch so ein richtig nerviger Tackelschlafbruder. Obwohl alles, was den Status ändert, ist irgendwie nervig. So, haben wir das? Ich weiß gar nicht mehr, was ein Schallquab entwickelt. Ich habe irgendwie 28 im Kopf, aber ich glaube, das stimmt nicht. Juhu, ein Supertrank. Na gut, weiter geht's. Bin ich schon Boden? Ich glaube nicht. Das passt mir. Nee, ich bin nur Wasser. Na komm. Darf Terry backern. Das. Ich glaube, ein Level, eine Entwicklung weiter, und das ist auch Wasserboden. Dann wäre hier LEC-Bra gar kein Problem. Dann wäre das super. Das hat mir auch noch gefehlt. Bekommen wir keinen Schaden durch Sand, oder war das, weil ich gerade gewechselt habe? Machen wir den Bodycheck.
Das gefällt mir gar nicht. Was soll das? Ja, okay. Aber das funktioniert übrigens gut, aber jetzt ist es paralysiert. Richtig nervig. Gut. Erstmal gucken, was hier noch links auf uns wartet. Oh, kurz durch den Sand. Ah, gut. Habe ich doch gewusst, dass hier noch was ist. Okay. Und wieder hoch. Nein, Mist. Ganubi. Aber ich glaube, ich kann auch meinen VM-Sklaven hier rausnehmen. Wow, das war krass. Bin ich ja richtig weit gekommen. Aber ich glaube, ich muss die VMs hier gar nicht nutzen. Ich weiß es nicht mehr. Könnte ich mir gleich noch ein schönes Teammitglied aussuchen? Boah, was ist denn hier los? Du nicht. Auf keinen Fall du. Allein, weil du mich störst jetzt. Allein deswegen. So, und wieder flüchten. Kommt, jetzt lass mich hier raus. Ey, was ist hier los? Komm ich aus dem scheiß Sand nicht mehr raus. Bedroher. Ja, das hast du nun davon, wenn ihr mir hier auf den Sack gehen wollt. Gerade stand ich auch so quasi zwei Felder neben denen, aber ich glaube, das war eben schon zu weit. Kiesling, das ist wieder super nervig. Wie jeden Part erzähle ich es euch. Euch. Habe ich wieder Sprache verlernt. Junge. So, Lupstrahl. Das ist auch das Behindertste, was sie sich jemals ausgedacht haben mit Robustheit. Und dann machen wir noch einen Lehmschuss hinterher. Natürlich wehrt es die Attacke ab, weil es ja Sandwirbel gemacht hat. Ah. Loser. Hast wohl gedacht, du könntest mir fliehen, vor mir fliehen, aber nicht mit mir. Und dafür wechseln wir. Ich denke, dass du dafür genau richtig geeignet bist. So, was wollen wir denn machen? Kleinen Herzstempel für dich. Wir lieben dich. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre besser. Na gut. Dann eben noch eine kleine Konfusion hinterher und dann hat sie nichts. Ach, egal, ob du Geduld machst. Ist nur der Energiefokus ein bisschen vergeudet. Na gut. So. Level 23. Schön. Gut, gut. So. Weiter geht's. Willst du auch kämpfen? Ach, die wollen alle arg. So viele Trainer in auf einer Route mit so schwachen Pokémon und so wenig Erfahrungspunkte. Ah, Praktikbalk. Na egal, das macht Schalkwab jetzt eben. Keine Lust zu wechseln. Bringt sowieso nichts bei den bisschen Erfahrungspunkten, die wir hier kriegen. So, Blubstrahl. Echt eine gute Verteidigung, der Schallquapp. Kleinen Kanon nur hinterher. Ja, mach doch mal Geduld. Wird dich auch nicht retten. Das ist ein guter Pummeluflied.
das ist Level 24. Geil. Vielleicht sehen wir da eine Entwicklung. Ist denn die Verteidigung 25? Ist gar nicht so gut. Und? Nein. Verdammt. Ein Haus. Was ist hier drin? Hallo? Ah, schön. Schaufler. Beste Meister im Löcher buddeln. Geil. Was sagst du? Lauf nicht weg. Gut. Was ist dein Müll? Sehr leer. Romantisch. Wie kommt das so vor? Jetzt müsste ich da lang. Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wo muss ich lang? Kann ich hier lang? Ah. Oh, verflucht. Ah, eben ein kleines Dusselgur. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht so genau, wo ich hin muss. Naja, egal. Wir gehen einfach mal. Weil er sagte, dass die Stadt immer geradeaus ist. Und wenn ich links abbiege, müsste das ja der andere Weg sein. Also sollte ich vielleicht da lang gehen. Vielleicht sind da ja auch stärkere Gegner. Statt hier so Loser. Und hier hoch. Und mit dem rechts und links und mit dem Stock. Nein. Doppelkampf. Doppelkampf. Pokémon wechseln. Du tausch mit dem da. Ich muss wirklich mal gleich wieder trainieren. Ist gar kein Doppelkampf. Was ist hier los? Ich wollte einen Doppelkampf machen. Na, das wollte ich nicht. Naja. Nehmen wir die Ruinen noch mit? Weiß es nicht. Was sagst du denn dazu? Achso, ja. Toll. Habe ich aber natürlich noch gar nicht gemerkt, dass ich auf dem Helden nicht angegriffen werde. Oh, da ist ein Arzt. Du bist ein Kämpfer. Und du heilst mich, nachdem ich dich besiegt habe. Ja, das sollte auch kein Problem sein, obwohl ich es ziemlich cool finde. Monozyto. Aber hier kriegst du einen Blubstrahl rein, aber wenigstens einer mit Level 23, damit kann ich doch mal arbeiten als Gegner. Ach, mach doch jetzt nicht den Lichtschild, was soll das denn? Egal. Mach dich trotzdem fertig. Oh, was hast du für eine Kraftreserve? Wird eng. Wird eng. Komm, der Kanon macht das jetzt weg. Wartet auf den Angriff. Hier, friss den Kanon, Bitch. Ha! Damit hat der Siegmund nicht gerechnet. Oder wie er heißt. Siegfried? Nee, Siegmund. Zack, da sind wir geheilt. Ich will hier nicht angegriffen werden. Jo, hier, da ist ein Gegner und da auch. Hier, greif mich an, kämpf gegen mich. In 20 Minuten. Wie ich heute wieder großzügig für euch. Navitaub. Oh, eine Weiterentwicklung. Das ist doch cool. So, sowas sind Gegner.
So. Frisst den Blumenstrahl. Ah. Aber es wird trotzdem ein Two-Hit und jede Menge Erfahrungspunkte. Geiles Geräusch, wenn er Ruzuki trifft. Ja, Level 25, geil. Entwicklung. Komm, 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 komm. Und. Ja, geil! Geil, Schallkrab entwickelt sich. Oh yeah, oh yeah. Es ist so niedlich. Mebrana. Woo. So, das gucken wir uns noch an. Beriet. Oh, was war der für coole Geräusche. 41, 34, 49. Also, super. Das ist doch mal, sind doch mal Statuswerte, mit denen man richtig arbeiten kann. Okay. Hey. Ach, du hast gar nicht mehr Mitnahme. Was ist denn los mit dir? Er hat aber auch einen krassen Angriff. Na gut. Das war doch ein schöner Abschluss. Habt ihr noch eine Entwicklung gesehen? Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leider ist dieses Video schon zu Ende, doch hier sind noch ein paar andere Videos, die dich interessieren könnten. Und falls du Lust hast, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.